Nächster Redner ist von den NEOS Nicolas Scherak. Ich glaube, dass an diesem Tag, der ja wirklich Grund zur Freude ist, weil wir endlich diesen Untersuchungsausschuss eingesetzt haben, wir uns nochmal irgendwie darauf besinnen sollten, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und der Kollege Habel hat schon angesprochen, aber ich glaube, es ist ganz wesentlich, ja noch einmal all denen zu danken, die aus der Öffentlichkeit heraus allen Bürgerinnen und Bürgern, die so viel Druck aufgebaut haben, weil ohne diese Petitionen, die es gegeben hat, ohne den Druck auf der Straße, ohne Projekte wie Hypotopia und Sachen dergleichen, wäre dieser Untersuchungsausschuss nicht zustande gekommen. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit gerade in diesem Fall Hyperalpe Ada ja klar gezeigt hat, dass es ihr reicht mit Verschleierungstaktiken, dass es ihr reicht mit dieser mangelnden Aufklärung, die in Österreich immer wieder passiert, und dass sie endlich wissen wollen, wer für solche Skandale, und die Hypo ist ja der größte Finanzskandal der Zweiten Republik, wer dafür verantwortlich ist. Wer dafür verantwortlich ist, dass wir abgesehen von der eh schon schwierigen Budgetsituation noch einmal bis zu 20 Milliarden Euro weniger haben werden. Die Öffentlichkeit will das wissen, und die Öffentlichkeit hat klar gezeigt, dass wenn man ihr die Möglichkeit gibt und die Mittel gibt, dass sie diesen Willen auch äußert, eben über so Dinge wie Petitionen, dass sie sich dann dementsprechend zu Wort meldet, und das ist ein wesentlicher Bestandteil auch unserer parlamentarischen Demokratie, dass wir diese Möglichkeiten schaffen, weil wir ja hier klar gesehen haben, dass es dann zu guten Ergebnissen kommt. Jetzt haben wir endlich diese Möglichkeit, mit dem wichtigsten Kontrollinstrument all diese Vorgänge, die im Zusammenhang mit der Hypo vorgefallen sind, aufzuklären. Wir haben endlich die Möglichkeit als Minderheit, dass wir im Ausschuss dann auch die entsprechenden Akten anfordern, die entsprechenden Auskunftspersonen laden, und dadurch wirklich aufzuklären. Das ist ja genau das, was wir auch heute schon öfter gehört haben, was bei anderen Untersuchungsausschüssen nicht funktioniert, weil am Schluss immer wieder die Mehrheit entschieden hat. Und wenn die Frau Kollegin Greiner sagt, jetzt ist sie, da hinten ist sie, dass wir hier von irgendwelche Vorverurteilungen im Vorhinein machen, das kann ich insofern nicht nachvollziehen, aber was wir als NEOS gemacht haben, wir haben eine Liste gezeigt von 200 Auskunftspersonen. Das sind nicht einmal Zeugen, das heißt Auskunftspersonen, das sind keine Beschuldigten, da geht es um Leute, die Auskunft geben sollen, was denn hier vor sich gegangen ist. Und wir haben zusätzlich auch noch explizit all jene Personen, die nicht jetzt schon Personen im öffentlichen Interesse sind, geschwärzt, damit eben nicht einmal die Identität dieser Menschen jetzt noch veröffentlicht wird. Aber das klar ist, dass die ehemaligen Finanzminister vor diesem Hypo-Untersuchungsausschuss aussagen werden, das war vorher auch klar, dass ehemalige Staatssekretäre aussagen werden müssen und, war ziemlich klar. Das heißt, da gibt es keine Vorverurteilung, und wir haben da klar gesagt, wer Auskunft geben soll. Das heißt, wir sind in keinem Strafprozess, und selbst wenn wir es wären, wären das ja nur Zeugen, und die sind nicht Beschuldigte, sondern Leute, die Auskunft geben sollen, damit aufgeklärt werden kann. Ich glaube, wir haben wesentliche andere Neuerungen jetzt auch in dieser in der Verfahrensordnung der neuen, wir wissen, und das ist was ganz was Wesentliches, dass immer dann, wenn es zu Streitigkeiten kommen kann, dass wir dann zum Verfassungsgerichtshof gehen werden können, und das ist ganz, ganz wichtig, weil es am Schluss dann zu keiner politischen Mehrheitsentscheidung kommt, sondern einer rechtlich fundierten Entscheidung über etwaige Streitigkeiten. Und wir werden auch mit den neuen Verfahrensregeln, und das finde ich sehr, sehr wichtig, die Möglichkeiten ausweiten, dass Auskunftspersonen, die Persönlichkeitsrechte von Auskunftspersonen geschützt werden. Und Frau Kollegin Greiner, ich kann Ihnen garantieren, dass uns das ein großes Anliegen ist, weil es auch jetzt dadurch, dass es den Verfahrensrichter und den Verfahrensanwalt gibt, explizit zwei Leute gibt, die sich nur darum kümmern, dass eben die Rechte, die Persönlichkeitsrechte von Auskunftspersonen gewahrt werden. Und ich glaube auch, dass die klaren Regeln, weil das schon öfter hier angesprochen wurde, die klaren Regeln in der neuen Verfahrensordnung sehr wohl dazu führen werden, dass es eben nicht zu einer missbräuchlichen Verwendung dieses Instruments des Untersuchungsausschusses kommt. Ich glaube aber, dass wir trotzdem ganz explizit aufpassen müssen, dass das zentrale Thema im Zusammenhang mit dem Urschuss, nämlich das Thema Aufklärung, dass das auch im Zentrum bleibt. Und wenn wir uns, was die letzten Tage passiert ist, ein wenig anhören und gelesen haben, wo dann schon auch ein paar Nebenschauplätze schon einmal angesprochen werden und aufgemacht werden, die Frage nach den Trennwänden. Das ist heute in der Präsidialsitzung geklärt worden, aber Faktum ist, dass erstens die Trennwände, diese Sichtschutzwände nichts gebracht hätten, weil dann hätte sich das Spektakel vor das Parlament verlagert, und zweitens, und das haben ja auch, hat die Vereinigung der Parlamentsredakteure ja ganz richtig gesagt, dass Personen, die nicht im öffentlichen Interesse sind, ja sowieso nicht abgelichtet werden können. Dazu brauche ich keine Trennwand, das ist etwas, was medienrechtlich schon längst geklärt ist, was im Gesetz steht. Also das ist etwas, was ganz klar ist, und hier schon halt
ziemlich kurz davor, bevor wir diesen, dieses Verlangen eingebracht haben, dann einmal versucht, wieder auf einem Nebenschauplatz von dem abzulenken, was der wesentliche Bestandteil dieser ganzen Sache ist, nämlich Aufklärung. Aufklärung zum größten Finanzskandal der Zweiten Republik, lückenlose Aufklärung. Und diese Aufklärung brauchen wir deswegen, damit solche Dinge in Zukunft nicht mehr passieren werden. Die Frau Kollegin Moser hat es richtig angesprochen. Das, was das Wichtigste in dem Zusammenhang ist, dass wir nach der Aufklärung auch die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen und die gesetzlichen Veränderungen schaffen, damit sowas in Zukunft nicht mehr passieren kann. Sagt Nikolaus Scherak von den NEOS und freut sich ebenfalls über die Einsetzung des Urschusses der Hypoalpe Adria.